Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ziel ist daher, einen schnellen Umstieg zu erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Insbesondere Wind- und Sonnenenergie sind allerdings abhängig von Tageszeit und Wetter und daher nicht nach Belieben steuerbar. Eine Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien kann beispielsweise nachts oder bei Windstille zu Engpässen führen. Die Firma Lumenion aus Berlin hat sich mit dieser Herausforderung befasst und einen Hochtemperaturspeicher entwickelt. Ja, der Trick liegt eigentlich daran, dass die Energiewirtschaft bisher immer von minderwertigen Primärenergien in höherwertige Energieformen Dampf oder Strom umgewandelt hat. Und dieses Prinzip haben wir umgekehrt. Wir speichern Energie in Form von Hochtemperatur in einem Stahlkern auf 650 Grad. Das machen wir sehr einfach. Wir haben auf der Aufnahmeseite des Speichers einen ohmschen Widerstand, eine Heizung, über die ein Schutzgas geblasen wird. Dieses Schutzgas trägt die Temperatur in den Speicherkern ein. Das Schutzgas trägt die Temperatur auch wieder aus auf einen Wärmetauscher. Und dort können wir dann Dampf für Industrieprozesse oder Kraft-Wärme-Kopplung für Fern- oder Nahwärmeversorger auskoppeln. Das System hat einen Gesamtwirkungsgrad hier an dieser Stelle von 95%. Und damit sind wir eben sehr effizient in der Energiespeicherung.